Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute spielen wir mal 4 gewinnt. Für die, die nicht wissen, was 4 gewinnt für ein Spiel ist. 4 gewinnt ist ein Spiel, das man in echt spielen kann. Man kann es aber auch in einem Videospiel spielen. Ich spiele es hier gerade in einem Videospiel. Und dieses Spiel können nur 2 Spieler spielen. Also dieses Spiel kann nicht nur ein Spieler oder mehr als 2 Spieler spielen. Und ein Spieler hat einen Haufen roter Punkte und der andere Spieler hat einen Haufen gelber Punkte. Und das Ziel ist es, dass man eine Viererlinie macht. Also der Spieler, der vor dem anderen eine Viererlinie geschafft hat, der gewinnt. Also wie zum Beispiel, ich kann jetzt hier meine roten Punkte platzieren, wo ich will. Und wie zum Beispiel ich muss jetzt hier versuchen, eine Viererlinie zu machen. Wie zum Beispiel jetzt muss ich hier nur noch hier einen hin platzieren. Aber das Doofe ist, dass wir nacheinander rankommen, kann der andere Spieler mir natürlich auch verhindern, eine Viererlinie zu machen. Und ich muss ihm auch verhindern, eine Viererlinie zu machen. Und wenn der andere Spieler zuerst eine Viererlinie macht, dann hat er gewonnen. Und wenn ich zuerst eine Viererlinie mache, dann habe ich gewonnen. Und ja, auf jeden Fall muss man in diesem Spiel ganz gut gucken, damit der andere Spieler keine Viererlinie macht. Also dieses Spiel ist ganz, in diesem Spiel muss man ganz gut gucken. Und allerdings, man kann nicht nur Viererlinien nach rechts machen, sondern man kann auch Viererlinien nach oben machen und diagonale Viererlinien. Und ich muss es hier erstmal dem verhindern, eine Viererlinie zu machen. Also ganz, oh, hier könnt ihr jetzt eine Viererlinie machen. Hier auch. Und hier könnte ich jetzt eine Viererlinie machen. Okay, und hier finde ich ihn erstmal. Oh, es hat eine diagonale Linie gemacht. Oh mein Gott. Okay, dann habe ich schon mal verloren. Okay, alles klar. Waldemar. Dann verhindere ich ihn hier erstmal eine diagonale Linie zu machen. Jetzt hat er sie mir hier schon verhindert. Okay, dann mache ich hier eine. Oh, scheiße. Oh Mann. Okay. Ich würde sagen, ich mache hier eine Viererlinie. Vielleicht fällt ihm das ja nicht auf. Manchmal fällt einem das auch nicht auf. Bitte fällt ihm das nicht auf. Ja! Ja, ich habe gewonnen! Perfekt! Okay. Alles klar. In diesem Spiel kann man gut sein und schlecht sein. Diese Spiele gefallen mir halt auch mehr, weil diese Spiele, in denen man gut oder schlecht sein kann, gefallen mir mehr als die Glücksspiele. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie ist das einfach so bei mir? Das habe ich jetzt gemerkt. Okay. Hier darfst du ganz klar keine Viererlinie machen. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Oh, ich muss ihn blockieren. Okay, hier kann er keine Viererlinie machen. Hier auch nicht. Nein! Oh! Mann, ich habe nicht genug gut geguckt. Mann. Okay. Alles klar. Oh, jetzt hat noch der Ton ausgeschaltet, aber ist ja egal. Okay, warte, vielleicht ist er ja dumm. Das kann manchmal auch. Nein, er ist nicht dumm. Es kann nämlich manchmal auch sein, dass er nicht dumm ist. Also, es kann manchmal auch sein, damit er dumm ist. Und halt einfach nicht sieht, wo ich eine Viererlinie machen will. Aber manchmal ist er auch gut. Macht es mir schwer. Oh, jetzt war er wieder gut. Vielleicht kann ich hier. Oh Mann! Okay, dieses Mal habe ich wirklich nicht gut geguckt. Entschuldigung. Okay. Und jetzt strenge ich meine Augen aber extrem gut an. Okay. Okay. Oh. Auf jeden Fall kannst du hier keine Diagonallinie machen. Okay, ich versuche jetzt hier eine Viererlinie zu machen. Ich habe einen Plan. Jetzt funktioniert er nicht mehr. Okay, aber ich glaube, er hat jetzt einen Plan, aber den verhindere ich ihn. Hier könnte er keine Viererlinie machen. Also dieses Mal muss ich ganz gut gucken. Hier könnte er eine Viererlinie machen, also heißt das, ich verhindere das ihm sofort. Hier auch. Oh, ich hätte gerade gedacht, der andere Spieler hat gewonnen wegen der weißen Linie, die gerade erschienen ist. Hätte ich gerade gedacht, der andere Spieler gewinnt, aber ich habe gewonnen. Habe ich mich gerade erschrocken. Und das Ziel ist, dass diese Linie hier oben, also meine Linie, ich habe ja die rote Linie, weil ich die roten Punkte habe, diese Linie dort oben muss ganz rot sein, dann habe ich gewonnen. Also ich habe es noch nie geschafft, ich habe nämlich das Spiel schon mal gespielt, bevor ich YouTube gemacht habe, ich habe mir das Spiel schon davor runtergeladen. Und ich habe es noch nie geschafft, diese Linie komplett rot zu machen. Deswegen weiß ich nicht, was dann passiert.
aber vielleicht werden wir es auch nicht in der heutigen Folge schaffen, die rote Linie, die Linie ganz rot zu machen. Aber ich werde auf jeden Fall noch mehrere Videos von diesem Spiel machen, weil dieses Spiel macht mir wirklich Spaß und ich will wissen, was passiert, wenn man die Linie ganz voller, wenn die Linie ganz rot ist. Okay, ihr könnt ja keine Viererlinie machen. Wir versuchen jetzt mal hier eine Viererlinie zu machen. Okay, ich habe mega Angst. Oh, hier könnt ihr diagonal machen, ich sehe es. Oh nein! Ah, nee. Oh, doch, Mann! Man kann einem in diesem Spiel nämlich auch Fallen stellen. Also, vielleicht, manchmal hat man vielleicht so Singer. Also, dann lohnt sich es gar nicht mehr, irgendwo zu blockieren. Zum Beispiel hat man zwei Möglichkeiten, so eine Viererlinie zu machen. Dann kann der andere Spieler einem gar nicht mehr darin hindern. Dann, wenn der andere Spieler irgendwas macht, dann kann er irgendwo legen, wo er will. Aber der andere Spieler kann einfach eine Viererlinie machen. Dann weiß man, dass man, wenn man genau verliert, das kann man auch. Aber ich bin nicht so gut in dem. Ich gewinne meistens nur, wenn mein Gegner dumm ist. Okay. Ey, okay, jetzt war mal wieder dumm. Jetzt war er dumm. Aber eigentlich hätte ich jetzt hätte ich eine Chance gehabt. Jetzt hätte er da eine hinmachen können. Also zum Beispiel rechts, dann hätte ich trotzdem eine Viererlinie machen können. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Falle gewesen. Okay, vielleicht ist er wieder dumm. Er ist dumm! Was ist mit dir? Also manchmal, wenn man denkt, der andere Typ ist dumm, es gibt nämlich auch, manchmal, wenn man denkt, dass der andere Typ dumm ist, dann könnte es auch sein, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich vergessen, was ich genau beschreiben wollte. Ja. Okay, also machen wir dann einfach direkt weiter. Das passiert mir nämlich oft, damit ich Sachen vergesse, die ich beschreiben will, also die ich sagen will. Passiert mir oft, obwohl ich eigentlich ein gutes Gedächtnis habe. Okay, jetzt hat der andere Typ mal wieder. Jetzt war der andere Typ mal wieder klug. Bitte sagen wir es nochmal dumm. Ah, jetzt weiß ich, was ich beschreiben wollte. Wenn man denkt, wenn man eine Dreierlinie hat und der andere Typ zum Beispiel nicht einen blockiert, dann denkt man, der andere Typ ist dumm. Aber wenn der Typ, andere Typ dann da eine in macht, dann plötzlich hat er trotzdem eine Viererlinie. Das ist dann, wenn man denkt, der andere ist dumm, aber er dann trotzdem gewonnen hat. Das ist so, falls ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist er dumm. Jetzt kann er nichts mehr. Oh, Mann, ich hätte voll gedacht, ich hätte jetzt da eine Viererlinie. Aber jetzt hat der andere Spieler sogar noch gewonnen. Meine Fresse. Okay. Alles klar. Jetzt strenge ich meine Augen extrem an. Bitte sag mir, er ist dumm. Wenn er dumm ist. Er ist klug. Wenn er klug ist, dann ist es nicht gut. Also für mich. Wenn der andere klug ist, also ich glaube, ich spiele nicht mehr gegen richtigen Spieler, ich glaube, ich spiele gegen Computer. Wenn mein Gegner dumm ist, dann ist das für mich gut, aber wenn er klug ist, dann ist es für ihn gut. Er hat auch gemerkt, damit ich diagonal machen hätte können. Okay, hier könnte er diagonal machen, das verhindern wir ihm natürlich sofort. Okay, ich glaube, ich hätte hier eine Viererlinie machen können. Aber leider nicht. Okay, ich platziere einfach mal hier ein, weil er könnte eh keine Viererlinie machen. Okay, was könnte er machen? Ich muss ganz gut überlegen, ob er vielleicht einen Plan hat. Weil wie gesagt, in diesem Spiel muss man ganz gut gucken. Das würde nicht... Ich will lieber jetzt schon eine Viererlinie machen. Das wäre so geil. Oh! Habe ich gerade noch gemerkt. Er hätte eine Viererlinie machen können. Das würde er nehmen gerne. Oh, Mann! Was passiert eigentlich, wenn das ganze Feld voller Punkte ist? Falls das überhaupt geht. Nehmt mich auch mal Wunder. Mann, jetzt hat er schon wieder gewonnen. Meine Fresse! Hallo. Hello. Ich bin Buddy. Halt die Fresse. Okay, an dieser Stelle will ich erstmal sagen, beende ich das heutige Video. Ich weiß leider, dass ich mehr verloren habe, als gewonnen habe. Aber das ist ja egal. Ich werde ja in Zukunft noch mehr Videos von diesem Spiel machen, weil es macht mir wirklich Spaß und ich will wissen, was passiert, wenn man seine Linie, wenn meine Linie voller roten, also wenn meine Linie komplett rot ist. Das nimmt mich nämlich auch mal wunder.
Und ja, deswegen beende ich auch an dieser Stelle die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein weiteres Video hochlade. Das würde mich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao!